Also ich muss etwas sagen und ich weiss, der eine oder andere weiss es vielleicht schon, okay? Es gibt noch mal ein Baby! Ja! Genau! Danke! Danke, 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 aber nein, danke. Also bei uns ist die Familienplanung schon abgeschlossen. Wir haben nicht noch mal ein Baby. Aber der Billy Joel, der berühmte Sänger, ist mit 66 jetzt gerade noch mal Vater geworden. Sie sehen ihn vielleicht vor sich, wenn ihm gerade so bei einem Oldies-Festival auf die Bühne geholfen wird. Gell? Ja, ja, Sie wissen, wer das ich meine. Ja, ja, genau. Aber er ist im Trend. Also, alte Väter sind total im Trend. Also, der Klaus-Maria Brandauer ist wieder Vater geworden. Der Robert De Niro ist wieder unterwegs mit so einer Nachricht. Gell? Der Emil Steinberg. Oh, nein. Der nicht. Der kann irgendwie sonst nicht aufhören, gell? Ja. Nein, und ich meine, hey, so ist es, oder? Das sind die neuen, alten Väter, oder? Grauenstar, Hörsturz, Sulzergelenk. 70 ist neue, 40. Ja, so sagen sie es. Ich meine, es macht schon irgendwie Sinn, weil das Haus ist parat, oder? Also, kinderwagentauglich und gleichzeitig rollstuhlgängig. Ja, und auch windeltechnisch super, oder? Plötzlich erschließt sich mir der Begriff Familienpackung. Und auch für die Spitex, toll, ich kann gerade beide baden. Ja? Und beim Elternabend, Elternabend, darum heisst es Elternabend, weil die Eltern immer älter werden, oder? Das heisst dann nicht, ich spreche Hochdeutsch, damit mich alle verstehen, sondern ich spreche etwas lauter! Nein, hey, wenn ich mir das vorstelle, mein Vater wird nochmal Vater. Oder, und genau, rein hypothetisch, meine Frau wäre jetzt auch wieder schwanger. Hey, stell dir das mal vor, oder? Dann würde also mein Vater gleichzeitig mit seiner neuen Frau, das wäre dann meine Stiefmutter, die vielleicht jünger wäre als seine Schwiegertochter, also meine Frau, einen Sohn für sich, einen Enkel also einen Sohn für sich, einen Bruder für mich und einen Onkel für seinen Enkel erwarten. Genau, voilà. Oder, ja, es ist ein bisschen kompliziert, ich muss es noch mal sagen. Also, das wäre doch ungefähr so. Also, warte, jetzt, je nachdem, wann welches Kind zuerst auf die Welt kommt, also ob wir den Enkel zuerst bekommen oder er den Sohn, also mein Bruder bzw. der Onkel von dem Enkel, dann könnte es sein, dass mein Sohn, also der Enkel, älter ist als mein Bruder, der Onkel. Hey, das ist völlig irre. Vielleicht können sie ja zusammen in Kinski, gell? Vielleicht, um das noch zum Abschluss zu bringen. Onkel sind die neuen Enkel.